Vamapada Muktasana. Raffaela zeigt, wie es geht. Es gibt zwei Variationen. In der einen hast du das linke Knie gefaltet oder gebeugt und einfach links. Und dann fasst du mit beiden Händen um das rechte Knie. Du kannst aber die Unterarme um das Knie geben und die Hände um die Ellbogen oder in die Ellbeugen. Dies ist Vamapada Pavana Muktasana oder einfach Vamapada Muktasana. In dieser Stellung ist das linke Bein entspannt und daher Vamapada Mukta. Das heißt, das linke Bein ist ganz frei und um das rechte hast du die Hände. Du könntest eigentlich auch sagen Vamapada und dann das rechte Bein Dakshina Pada Bada oder etwas in der Art. Aber ich werde mich jetzt nicht im Sanskrit verheddern, sondern wir haben hier die Stellung mit dem linken befreiten Bein. Übrigens eine Stellung, dass manchmal Yoga-Teilnehmer in Ausbildungen so einnehmen, weil es relativ entspannt ist. Aber diese Stellung ist mehr als einfach nur eine schöne, entspannte Sitzhaltung auf dem Boden, sondern sie ist auch eine gute Übung für die Flexibilität von Knie und Hüfte und eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane. Es gibt eine zweite Übung, die Vamapada Muktasana heißt. Dazu setzt du dich normal hin und dann gibst du den linken Fuß nach vorne und den rechten Fuß an dem Becken, denn dann ist das linke Bein ganz locker. Im Unterschied zu kreuzbeinigen Stellungen, wo die Beine über Kreuz sind, nennt man diese Stellung, wo die Füße voreinander sind, Muktasana, also die befreite Stellung. Und so ist die befreite Stellung mit dem linken Fuß vorne. Vamapada Muktasana, also ein Asana mit zwei verschiedenen Variationen. Mehr Infos darüber und zu allen Yoga-Stellungen auf wiki.yoga-vidya.de.